Mit dem wichtigen Dreier aus Freiburg im Rücken konnten die Kassel Huskies am Ostersamstag mit einem erneuten Sieg über den EHC Freiburg den sportlichen Aufstieg in die DEL 2 perfekt machen. Entsprechend setzte Jürgen Rumrich auf die Mannschaft, die auch am Gründonnerstag im Breisgau erfolgreich war. Die Kassel Huskies erwischten optisch den besseren Start in die Partie. Vor allem defensiv wussten sie zu gefallen. Denn für den EHC Freiburg war stets in der neutralen Zone Feierabend. Erst Michael Schmerder sorgte nach 4,5 Minuten per Lattentreffer für den ersten Weckruf. Nachdem Sven Malenti eine Minute drauf per Bauerntrick an EHC-Torhüter Christoph Mattis scheiterte, bekam Wölfestürmer Yannick Herrn die bis dato beste Torchance des Spiels, als er frei auf Kai Christian zulief, diesen aber nicht überwinden konnte. In der 10. Spielminute konnten die Kassel Huskies dann erstmals jubeln. Nachdem Chris Billig noch an Mattis scheiterte, verwertete Brad Snetzinger den Abpraller zur 1:0-Führung. Nur 20 Sekunden später hätten die Schlittenhunde nachlegen können. Ein harter Schuss von Kapitän Manuel Klinge verfehlte das Tor nur knapp. Nachdem bis zu diesem Zeitpunkt zwei hochmotivierte Teams die Hauptrolle spielten, rückte dann Hauptschiedsrichter Erik Daniels in den Mittelpunkt. Nachdem er es bei Steve Billigs Nachschlagen gegen Michael Christ bei einer Ermahnung beließ und zwei Minuten später vertretbarerweise aus Spielverzögerung gegen die Huskies wegen Torverschiebens entschied, fiel Daniels kurz darauf auf eine theatralische Schauspieleinlage eines Wölfestürmers herein. Leidtragender war Sven Valenti, der wegen angeblichen Haltens ebenfalls in die Kühlbox wanderte. Die Huskies waren somit in doppelter Unterzahl und konnten diesen Nachteil nicht lange kompensieren. Milos Wabruza glich mit seinem Schlagschuss das Spiel in der 14. Minute zum 1:1 aus. Und auch eine Minute nach diesem Gegentreffer sorgte Hauptschiedsrichter Daniels für erzürnte Gesichter, als er einen fairen Check von Alexander Heinrich als unkorrekten Körperangriff wertete und die Schlittenhunde erneut in doppelte Unterzahl brachte. Jedoch hielten sich die Kassel Huskies diesmal in numerischer Unterzahl schadlos und hätten 1,5 Minuten vor der ersten Pausensirene auch wieder in Führung gehen können. Jedoch bekam Kai Doll aus kurzer Distanz den Puck nicht über die Linie. Nach halbwegs ausgeglichenem Anfangsdrittel bot sich den 6.100 Zuschauern im Mittelabschnitt ein komplett anderes Bild. Einbahnstraßen-Eishockey war angesagt. Ein Angriff nach dem nächsten rollte auf das Freiburger Gehäuse. Nachdem Hauptschiedsrichter Daniels diesmal eine Fehlentscheidung zu Ungunsten der Gäste fällte und Nikolaus Linsenmeier auf die Strafbank schickte, nutzte Branislav Bohanka den Platz nach einem schönen Aufbaupass von Manuel Klinge und überwand Christoph Mattis durch die Beine zum 2:1. Nach einer eher hektischen Phase mit geahnten und ungeahnten Fouls auf beiden Seiten dauerte es bis zur 35. Spielminute, ehe bei den Gästen alle Dämme brachen und die Huskies die Vorentscheidung erzwangen. Zunächst war es Kai Doll, der in der neutralen Zone den Puck eroberte und Manuel Klinge im Zentrum fand. Der Huskies Kapitän hatte keine Probleme, den Puck zum 3:1 über die Linie zu buxieren. Und die Kassel Huskies hatten noch nicht genug. Keine Minute nach Klinges Treffer fing Tobias Schwab einen Aufbaupass der Wölfe ab, startete ins Angriffsdrittel und wartete bis zum Abschluss so lange, bis Christoph Mattis sprichwörtlich die Tür zum 4:1 aufmachte. Und nachdem sich die Schlittenhunde lange schwer taten mit dem Toreschießen, klappte dann auch beinahe Unmögliches. Aus Spitzenwinkel visierte Branislav Bohanka das Gehäuse an, vom Pfosten prallte der Puck an den Schlittschuh von Mattis und von dort ins Tor zum 5:1. Eine tobende Kulisse schickte die Huskies mit tosendem Applaus in die Kabine. Die Weichen Richtung DL2 waren jetzt gestellt. Nachdem Kai Doll in der 42. Minute mit einem abgefälschten Schuss zum 6:1 traf, plätscherte das Spiel endgültig nur noch vor sich hin. Die Restzeit dieses Spiels gehörte den Fans, die ihre Huskies gebührend feierten. Bereits knapp 2 Minuten vor der Schlusssirene gab es dann auch auf der Spielerbank kein Halten mehr. Und mit dem Ende der Partie war Huskies Keeper Kai Christian innerhalb weniger Sekunden von einer jubelnden Spielertraube umhüllt. Das letzte Saisonspiel am Ostermontag in Grimmitschau ist somit in der Aufstiegsfrage bedeutungslos, da auch die Eispiraten mit ihrem Sieg in Frankfurt den Klassenerhalt sicherten.